Ja, jetzt nähern wir uns anscheinend einer französischen Fangemeinde, oder täusche ich mich da? Wie schaut's aus? Einer französischen Fangemeinde. Oh, der Dialekt klingt nicht sehr pariserisch. Von wo seid ihr? Wir sind aus Graz. Ja. Da sind wir die Papst immer ein bisschen angefeiert. Die Aufmachung ist fantastisch, muss ich sagen. Ob sie irgendwas mit Kochen am Hut im wahrsten Sinn des Wortes, oder? Ja, der Schein drückt, sagen wir so. Der Schein drückt. Ja, was hat euch bewogen, so aufzutreten? Und was habt ihr geschrien? Habt ihr auf Französisch geschrien, oder? Nein, das war meistens eher so Richtung Gemma, gib ihm. Können wir mal noch eine Kostprobe haben? Ich weiß, das ist jetzt schwer nach dem Match, aber vielleicht irgendein Schlachtruf oder was? Oder? Immer wieder Österreich! Hey! Super. Ja, es war genial, so an euch kann es nicht gelegen sein, dass die Babsi Haas gerade, ja, die hat leider gerade verloren. Ja. Jetzt habt ihr länger zugeschaut als ich, das muss ich zugeben, was war entscheidend? Ja, ich sag mal, die andere hat druckvoll spielen können. Und ja. Gute Stops hat sie gehabt. Genau, die Stops. Was? Gutes Traps? Stops! Ah, Stops! Ah, gute Stops, okay. Ich hab's leider nicht so genau gesehen. Nein. Die Stops. Naja, beides. Was schaut euch noch an? Wie geht's weiter für euch? Jetzt schauen wir noch in den Philipp Chatier rüber. Super. Schauen wir den Söderling und die Scharapur. Sehr gut. Und Natal habt ihr auslassen für die Babsi Haas, das ist bemerkenswert. Achso, das ist super. Nein, also ich gratuliere euch. Applaus für euch selber, ja? Dankeschön. Danke, pfiat euch. Danke, ja.